Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus Begrüßer zu Train Fever, der 19. Part. Wir befinden uns im Jahr 1980 und ihr seht schon, die neue Bahn, die ich mir zugelegt habe, sieht die nicht hübsch aus? Natürlich hier vorne erste Klasse, dann noch ein Speisewagen und ja, dann noch drei Anhänger dritte Klasse. Ja, ich habe ein bisschen was wieder an Mods runtergeladen und die will ich euch mal ein bisschen zeigen. Zum einen habe ich einen neuen Brückenmod, den zeige ich euch mal ganz schnell. Wir ziehen es einfach mal hier so lang und hoffen, dass eine Brücke kommt. Und ihr seht schon, hier könnte ich jetzt aussuchen, eine rote Brücke. Ja? Das ist ja die Standardbrücke, die ich jetzt hier drin habe. Aber ich habe mich ja für diese mal entschieden. Sieht doch ganz hübsch aus, ne? Gut, reißen wir mal ab. Des Weiteren sind ja auch neue Loks. Hier hatte ich irgendwo noch einen Lokschuppen. Ah, hier ist er ja. Und da werden wir jetzt mal gucken. Ach nee, wir wollen ja keine Schienen mehr haben. Geht mal weg. Und zwar Züge kaufen und ihr seht schon, das ist ja die Lok, die wir jetzt hier haben. Ja, dieser schnelle, bis zu 200 km/h schnelle, ja, RB103.1. Ja, das ist ja ein richtiges Flaggschiff hier gewesen bei der Deutschen Bundesbahn, aber wie auch die Deutsche Reichsbahn hat ja auch so ein richtig schönes Flaggschiff. Das kennt ihr wahrscheinlich oder diejenigen, die ein bisschen Ahnung haben davon. Ja, mir sagt die Lok noch was, ist glaube eine russische Produktion etc., weil die Deutsche Reichsbahn oder die DDR hat da selber nicht so viel, ja, vollbracht. Dann gibt es noch Kesselwagen, unterschiedliche, ja, die können 15 Ölen, also Aral und das Castrol und Shell und Total, ja, sieht richtig nice aus. Den Anhänger oder den Schuttgutwagen habe ich ja schon mal gezeigt. So, dann gehen wir mal zurück. Und zwar gibt es auch neue Fahrzeuge, die ich mir runtergeladen habe. Und dann gucken wir einfach mal hier. Es gibt neue LKWs, die auch unterschiedlich aufgeteilt sind. Der MAN kann 16 Kohle und alles andere auch fahren. Aber hier sind sie jetzt unterschiedlich aufgeteilt. Ja, vollbracht. Und zwar hier ganz normal Güter oder Eisen und Kohle. Dann gibt es noch Öl, LKW und Holz. Naja, mehr Frachten gibt es ja noch nicht, unterschiedliche. Ja, die werde ich mir dann bestimmt irgendwann mal jetzt zulegen. Sind auch günstiger von der, ja, Anzahl. Und dann habe ich noch einen Mod reingemacht, dass die Städte größer werden können. Also nicht nur so größer, sondern dass mehr Passanten hier rumlaufen. Ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen. Und hier fährt immer noch ein schöner 600er Trabi rum. So, ja. Ich habe ja gesagt, dass ich hier so eine Kreisbahn mache. Und hier, ja, seht ihr ja, geht alles noch locker flockig von der Hand. Und hier ist schon der eine Zug, der Regio. Ich habe das jetzt so unterteilt. Ich mache nochmal die Liste auf. Dass ich hier, der macht noch Minus, der fährt hier, der Intercity, der fährt quasi die ganz normale Bahn. Und hier meine zwei Regios, die, ja, nur die zwei Städte hier von, quasi von hier nach dort und von hier nach hier unten fahren. Ne? Weil ich weiß nicht genau, ob das was bringt, wenn man so eine großen Bahn macht, also die einmal komplett hier rumfahren, weiß ich nicht. Der Zubringer, habe ich neue Züge geholt und da gehen wir jetzt einfach mal hin. Ich habe die kleinen Ferkelwagen mal weggemacht und hier sehen wir den. Oh, das. Also wenn ihr mehr Mods reinmacht, dann kann es durchaus sein, dass das Spiel so kleine Probleme hat. Der sieht doch cool aus, oder? Der hat jetzt 19 Passagiere, fährt über 100, glaube 120 oder 130 und ja. Die Strecke ist natürlich noch nicht ausgebaut auf 200 km/h oder 300, aber ich denke mal, als Zubringer reicht es aus. Und der macht ja auch ordentlich Profit. So, wir gucken mal, wo der andere Zug ist. Ob hier noch genug Passagiere warten. Ja, 48, 49, ja, der Zubringer, das bringt auf jeden Fall was. Ja, der steht hier noch schön im Hafen. Ja, im Hafen sah ich schon. Aber guckt euch mal die Massen an, ja. Das ist schon richtig viel. Ich muss auf jeden Fall was gegen die Notsituation der Tram machen. Ja, das ist nicht so optimal. Das sieht auch fast so aus, als wenn nur ein Zubringer reicht. Ne? Guck mal, da kommt ja schon der andere an. Ja. Und, ach, das klappt doch wunderbar. Das klappt doch wunderbar.
Herrlich, aber jetzt warten natürlich kaum Passagiere, 7 Stück, das ist nicht so optimal. Ich lasse den trotzdem, weil der macht ja Plus. So, wir gucken mal, die Straßenbahn hier, die wackelt ein bisschen rum. 9 Passagiere. Dann gehen wir mal einfach auf Tram. Erstmal auf Straßennetz, ja, ich habe mal ein paar Busse eingesetzt und nee, macht irgendwie nicht so viel Sinn. Hier sind noch alte LKWs und da gehen wir einfach mal, ich muss mal schauen, wie viel Geld ich habe, ich habe 2 Millionen. Dann gucken wir mal, was es für Trams gibt hier in diesem Spiel. Wo ist denn jetzt eigentlich die Hauptstation? Wo kann ich jetzt die Tram kaufen? Ach hier, ja, hier ist sie. Und die Linie macht nicht so viel Plus, dann könnte ich die doch eigentlich auf die Linie. Welche ist denn das jetzt hier? Welche Linie hat der? Die 4.1. Dann gehen wir nochmal hier hin. Und gucken mal, die 4.1, das ist die Linie. Setzen wir alle drauf. Gucken wir mal, was es noch gibt. Ja, es gibt hier noch, ja, nicht so besonders. Also kann ich auch die gelbe lassen. So, ja, dann werden wir mal neue LKWs kaufen. Und zwar hier hinten. Die sollen ja das Holz jetzt hier. Ach, wo ist denn das hier nochmal? Gottes Willen, hier ist es. Und zwar. Die fahren ganz normal ihre Güter von A nach B. Sind noch die älteren LKWs. Ihr seht schon, die kriechen hier noch ein bisschen rum. Ich werde auch gleich wieder ein bisschen schneller machen. Ja, neue Infos gibt es ja auch vom Spiel bezüglich, dass die Hersteller über den Multiplayer geredet haben und den wird es definitiv erstmal nicht geben. Und so, kaufen wir mal 2 LKWs und setzen die auf Linie Holz. Wo ist die Linie Holz? Ach, hier unten. Holz. Und dann gucken wir mal an, wie der aussieht. Ach, guckt euch an. Hier. Ha! Ist natürlich blöd, dass der jetzt schon Holz oben hat. Finde ich jetzt nicht so toll, muss ich sagen. Ah, da hätte ich mir was anderes gewünscht. Ja, dass der wahrscheinlich kein Holz dabei hat. Aber warte mal, ich kann vielleicht die Linie sagen. Gehen wir mal auf die Linie. Oder wie war denn das? Dass die anhalten sollen und erst losfahren, das Holz geladen. Irgendwo musste das gehen. Warte mal, Holzlinie. War das vielleicht hier? So, Holz. Aha, hier, gut, alles klar. So, das ist hier. Vollladen einer Fracht und dann soll er losfahren, ne? Vollladen einer Fracht. Wir gucken mal, was er denn macht. Ob die denn wirklich warten, weil ich will die jetzt nicht umsonst einfach so fahren lassen. Das ist ja sinnlos. Ja, und ja, die wollen auf jeden Fall das Spiel noch benutzerfreundlicher machen, dass die Mods alles funktionieren. Des Weiteren haben die auch geplant, ja, dass die vielleicht eventuell, weil die haben einfach nicht damit gerechnet, dass das Spiel so gut ankommt, irgendwann mal, ja, das Spiel so rauszubringen, oder einen zweiten Teil, ja, genau, einen zweiten Teil vielleicht rauszubringen. Aber das steht alles noch in den Sternen, ne? Das ist ja noch nicht so spruchreif. Ah, hier, schön, wie die Lok fährt. Schön, gefällt mir. Ja, das Problem, was ich an manchen Stellen habe, ist zum Beispiel hier, Kohle. Hier wird nichts produziert. Da hat mir mein Kollege, ja, Moses gesagt, du müsstest trotzdem die irgendwie verbinden und wenn die dann mitkriegen, hier läuft irgendwas, dann sollte es auch funktionieren. Ich bin mir da noch nicht so sicher, ob das dann wirklich funktioniert. Es soll auch schon Mods geben mit unterschiedlichen, ja, Produktionsketten. Falls ihr da mal einen Link habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr da mal was zurecht packt. Dann könnte ich sowas auch mal zeigen. So, wir werden aber mal was probieren. Und zwar, hier ist jetzt kein Holz. Wir probieren das einfach mal. Und setzen hier ein Depot hin. Und zwar
Erstmal ein kleines, das reicht. Und ein LKW. Genau, das ist hier LKW. So, haben wir hingesetzt. Dann würde ich sagen, machen wir. Ein LKW kaufen und werden den eine Linie bauen. Und zwar, die Linie wird ein bisschen länger sein. Ich will einfach mal sehen, ob es funktioniert. Neue Linie. Und zwar von hier soll er fahren bis hier hoch. Und wenn das funktioniert, dann bin ich vielleicht auch gewillt, was anderes, die anderen Sachen zusammenzupacken. So, wir gucken einfach mal, ne? Ob er hier jetzt losfährt. Achso, ich muss den ja erstmal zuweisen. So, Linie zuweisen. Das ist jetzt die hier. Linie zuweisen. Und dann soll er fahren. Wenn das wirklich funktioniert, dann geht es richtig rund. Dann würde ich so eine Strecke natürlich auch mit einem Zug verbinden. Das ist ja wesentlich interessanter, wenn ich hier mit einem Zug gelangt dödel. Aber naja. So, wie viele Passagiere warten jetzt hier? Ha, Regio, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber diese Züge könnte ich eigentlich mit so den komischen Intercity, also den werde ich irgendwann mal verkaufen. Wir schauen mal, wie alt der ist. Er ist 23 Jahre, den müsste ich eigentlich noch nicht verkaufen. Der macht auch plus 1,1 Millionen, das ist ja fantastisch. Ich habe jetzt wieder 3 Millionen, 8 Millionen stehe ich noch im Minus. Wahnsinn. Wahnsinn. So. Der produziert 62, Obergrenze 100. Das ist ja genial. Das läuft super. Das würde aber auch bedeuten, dass ich irgendwann mal hier einen Zug hinsetze, der Güter einfach nur hier runter zu der Stadt bringt, dass sie halt mehr wachsen. Das könnte mein Oh nächstes Ziel sein. yeah. Und ey, boah, was ist hier los? Jetzt müssen wir gleich mal schauen. 1981, wir besitzen den TGV oder so, sieht das aus, ne? Und neue Waggons. So, gehen wir mal hier hin. Es sah auf jeden Fall aus wie ein TGV, ne? Wo ist der Zug? Da ist er. Ja, das ist, glaube ich, ein TGV. 4 Millionen kostet der. Aber ich muss euch ehrlich sagen, ich werde hier nur Deutsche Bahn machen. Ja, das ist dann mein anderes Thema, wenn ich dann andere Züge mache. So, soll ich das einfach mal probieren, dass ich hier einen Güterbahnhof hinsetze, der einfach nur stracks hier runterfährt? Ich will das eigentlich nicht auf diese Linie fahren lassen. Der soll einfach ohne Sinn und Verstand hier runter Güter bringen. Ich probiere es einfach mal. Wir werden einen Bahnhof bauen, einen Güterbahnhof mit zwei Gleise, der so lang ist. Wir setzen den aber. Ich will den eigentlich nicht so hinsetzen. Das ist alles ein bisschen schwierig. Der soll ja auch nicht so weit weg von der Stadt sein, ne? Pass auf, ein Stück Straße ist immer gut. Und dann setze ich den Güterbahnhof dorthin. Achso, ich mache mal ein bisschen schneller. Nicht zu schnell, weil sonst komme ich nicht hinterher. Das ist dann eindeutig zu schnell für mich. So, Bahnhof, Güter, zwei Gleise. Setzen wir mal so hin, der kostet. So, zack. Güterbahnhof hingesetzt. Wir machen erstmal nur ein Gleis und mit Strom. Und wir setzen. Natürlich werden wir ja die andere Brücke nehmen, ne? Also. Brücken auswählen. Die neue Brücke, ne? Das ist ja wohl logisch. Zack. Das sieht doch genial aus, ne? So viel Geld ausgegeben. Und wir lassen den Zug auch nur in eine Richtung fahren, also hin und zurück.
Dann werden wir den nächsten Bahnhof hinsetzen und da werde ich jetzt noch so eine Straße bauen. So, und den Bahnhof habe ich mir gedacht, den werde ich Güterbahnhof so hinsetzen, ne? So, zack. Dann fährt er jetzt hier einen kleinen Bogen, aber das ist jetzt auch nicht so wild. So. Ist auf jeden Fall nicht so toll, was ich jetzt hier mache, weil ich muss das Gelände ein bisschen anheben. Hat man ja die Möglichkeit hier ein bisschen. Oh, nicht absenken. Anheben. Komm. Ah, so richtig anheben geht das hier nicht. Weil ich will ja Gleise denn noch hier irgendwie vorne hinbauen. Weil das Problem ist ja, ich geh mal ein bisschen näher ran, dass ich hier vorne denn keine Weichen hinsetzen kann, ne? Ich hoffe, der kriegt es dann irgendwo dann doch noch ein bisschen hin. Das kostet auf jeden Fall wieder ordentlich Schotter. So, machen wir das mal. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Hier gleich zwei hinsetzen. Und ja, funktioniert. So, ja, super. Welches Gleis habe ich denn hier überhaupt genommen? Habe ich das ganz linke genommen? Ja, das ganz linke, das ist top. Top, top, top. Dann werde ich hier auch das ganz linke nehmen. Wieso will denn der nicht? Muss ich wieder kurze Abschnitte machen oder wie oder was? Oder habe ich kein Geld mehr? Was hast du für Probleme? Warum willst du wieder nicht? Dann muss ich wahrscheinlich wieder das Gelände ein bisschen anheben. Naja, spielen wir mal ein bisschen Gott hier. So, gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert. Kollision. Oh, das ist ja schon wieder schrecklich, ey. Aha, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Ich hasse es! Wenn das nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ein bisschen runter hier den Berg, ja, ein bisschen. So, jetzt gucken wir mal, ob jetzt ein bisschen mehr Einsicht hat hier. Ah, da muss ich vielleicht noch mal ein Stück abreißen. Und gucken, ob er jetzt ein bisschen mehr Einsicht hat mit mir. Ja, das sieht schon wieder besser aus. Gut, dann lassen wir das einfach mal so im Raum stehen. Geh mit der Bahn hier so lang. Da kann er bis zu 300 fahren. Ich habe natürlich das gewählt, dass sie richtig schnell die Güter hinfahren. Ich weiß, dass es durchaus keinen richtigen Sinn macht, dass ich den Zug so schnell mache. Aber sei es drum. So, jetzt haben wir das. Wir brauchen natürlich auch noch einen Lokschuppen. So. Ich möchte ja in beide Gleise. Ah, nee. So. Guck mal her jetzt. Wir wollen den ersten Güterzug mal hier so fahren lassen und dann klappt es so mit den Nachbarn hier. Guck mal her. Wieso machst du nicht das? Warum willst du das nicht machen? So machen wir das. Genau. So, dann den Schuppen ran. Komm her. Juppie. So, schön. Klappt ja. Ich hoffe, dass ich den Bahnhof nicht zu weit weg gemacht habe von dem Depot, aber ich gehe davon aus, das sollte so funktionieren. So, zu kaufen. Ich bin dabei. Der kostet 900.000. 1, ne, ich werde die. Das reicht eigentlich der. Aber ich will die DDR-Bahn haben. Und dann brauche ich noch
Kohleerz, 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 Güterwaggon. Dann werde ich, ja, genau, ich werde den ganz normalen Standardanhänger nehmen und kaufen. Und 1, 2, 3, 4. So. Dann müsste ich noch eine Linie machen. Und zwar Linie Eisenbahn. Ich werde die jetzt nicht irgendwie, ich lasse es einfach mal Linie 3 von hier nach dort fahren. Wo ist es? Boah, ist ja so weit weg. Zack. Und den Zug. Wo habe ich den Zug? Linie zuweisen, Linie 3. Und jetzt gucken wir uns den mal genau an. Da ist er. Da ist er. Schön. Ho, geil. Gefällt mir. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Die müssen auf jeden Fall erstmal, ich kann das mal einschalten, hier ein bisschen was hinbringen, ne, an Güter. Der fährt jetzt erstmal umsonst, ne? Ich hoffe, dass das irgendwie funktioniert. Steht hier Deutsche Reichsbahn irgendwie drauf? Nee, irgendwie nicht. Sonst müsste hier vorne Deutsche Reichsbahn und hier, glaube, Deutsche Reichsbahn stehen. Aber ist egal, das sieht schon mal fantastisch aus. Und dafür, ach, guckt euch da hinten an, wie schnell der Zug fährt. Ey, unnormal. Herrlich. So, ich mache jetzt mal ein bisschen langsamer, dass wir hier ein bisschen genießen können. Schauen noch mal die Finanzen an. Oh, der macht jetzt langsam Minus. Eieieiei, warum eigentlich? Der Regio 19, Intercity, ja, das ist wahrscheinlich nicht so optimal. Noch schnell mal auf die Zugliste gucken. Der macht natürlich richtig Minus. Der macht Plus, der macht Plus, der macht Minus. Und das sehr deutlich. Dann werde ich wahrscheinlich doch irgendwann mal so machen, dass ich die Städte verbinde und die Städte mit dem Intercity-Kreis. Und es ist wahrscheinlich doch so, dass es zu lang ist, die Reise. Und jetzt kommen jetzt die ersten Frachten an, die ersten Container stehen schon hier. Ja, super. Super. Das ist ja heftig, schön. Und dadurch wird natürlich die Produktion auch noch ein bisschen angereizt, weil noch mehr Abnehmer sind. Ich möchte ja gerne noch mehr Güterzüge hier haben. Und hat ein extra Gleis gekriegt. Ob das jetzt so optimal ist, weiß ich jetzt nicht. Ich denke mal nicht, ne? So, ja, mit den Worten möchte ich mich eigentlich verabschieden. Ich werde hier noch ein bisschen rumbasteln, um das noch optimaler zu machen. Wenn ich neue Mods habe, dann werde ich die im Vorfeld immer so ein bisschen vorstellen. Mit den Worten möchte ich mich verabschieden. Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.